Hallo ihr Lieben, wollt ihr sehen, wie man so eine tolle Palettenbank baut? Oder vielleicht diese Palettenbank mit Lehne? Dann bleibt dran, das will ich euch in diesem Video zeigen. Heute habe ich angefangen, die Sitzbänke zu bauen. Schaut mal. Und zwar habe ich 3 Paletten übereinander gelegt. Man kann auch 2 nehmen, dann ist es noch ein bisschen chilliger, aber wir wollen daran auch essen, daher 3. Und für die Lehne habe ich mir eine Sitzhöhe von 50 cm abgemessen. Die Paletten befestige ich mit Schrauben. Und zwar hier hinter diesem Holz. So, jetzt habe ich die Palette für die Lehne zersägt. Da ist das Stück übrig geblieben. Und die Lehne habe ich erstmal hier hinten so reingestellt. Die schraube ich jetzt fest. Das ist eine schräge Lehne. Und die Rückenlehne habe ich hier jeweils befestigt mit 2 Schrauben. 2 vorne an jedem Brett. Und auch von hinten habe ich jeweils 2 Schrauben eingeschraubt. Aus dem übrig gebliebenen Stück Palette will ich die Armlehnen bauen. Dazu säge ich die hier einfach ab, in ganzer Länge. Und dann genau einmal hier in der Mitte durch. So, die beiden Teile habe ich jetzt schon mal hier raufgelegt. Das ist die erste Hälfte. Das ist die zweite Hälfte der Armlehne. Jetzt habe ich die Armlehne hier befestigt. Auch hinter diesen Holzklötzen habe ich jeweils 2 Schrauben hineingeschraubt. So, als nächstes muss das alles richtig geschliffen werden, nicht dass die Sitzpolster kaputt gehen. Und dazu nehme ich mir entweder eine Bohrmaschine oder eine Schleifmaschine. Nehme erst grobes Schleifpapier und als zweites etwas feineres Schleifpapier, dass alles richtig schön glatt wird. Am Ende hatte ich von meinem Palettenstapel noch 4 Paletten übrig. Dann habe ich mir überlegt, die lege ich einfach hier drunter als Terrasse. Der Vorteil ist, sie sind nicht zusammengeschraubt. Man kann sie im Winter wegnehmen und sie liegen trotzdem ziemlich stabil, so dass man hier gut drauf laufen kann. Ich habe die Paletten einfach abgeschliffen und abgebrannt. Das Brennen, das verleiht noch einen schönen dunklen Holzlook und es konserviert gleichzeitig noch das Holz, sodass es nicht behandelt werden muss.
heute mal ein kurzes Zwischenupdate. Ich habe jetzt die Lücken in den Paletten mit Bretter zugeschraubt. Ich immer noch eine Palette übrig und da habe ich mir gedacht, dann baue ich mir noch ein Kräuterbeet. Das ist jetzt noch nicht bepflanzt. Das habe ich einfach unten an eine Palette angeschraubt. Dann hier noch Teichfolie reingetackert und Erde reingemacht, so dass ich das demnächst bepflanzen kann. Und die Palettenbänke sind komplett fertig. Da fehlen jetzt noch die Sitzpolster. Ja, und dann muss generell noch einmal alles durchgeschliffen werden. Und der Tisch muss noch zusammengeschraubt werden. Aus einer alten Kabeltrommel habe ich mir den Tisch hier noch gebaut. Der ist etwas höher, da kann man auch gemütlich dran essen. Die Kabeltrommel stand mehrere Winter draußen. Diesen Winter hat der Fuß leider nicht überlebt, so dass ich jetzt hier einen dicken Baumstamm drunter gelegt habe, einfach angeschraubt und schon steht der Tisch wieder fest. Hier oben habe ich noch eine Platte draufgelegt. Die wird noch ersetzt durch eine passende Platte und dann kann man hier gut dran essen. Der ist auch nochmal schön abgeschliffen und gesmoked. Hier kann man noch mal alles auf einen Blick sehen. 13 Euro Paletten haben eine schöne Terrasse ergeben. Bauzeit war etwa eine Woche für eine Person alleine.